Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und Hans ist jetzt erstmal ins Bett gegangen. Die letzten 2 Tage haben wir uns hauptsächlich auf dem Hof vergnügt und haben hier klar Schiff gemacht. Mal sehen, was wir heute so treiben. Was haben wir denn heute für ein Glück? Heute neutral, das ist in Ordnung, aber naja. Gut, was wir heute auf jeden Fall machen, ist zum einen hier den Tee zu ernten. Und zum anderen runter in den Keller zu gehen, denn heute müssten wieder einige Sachen fertig werden. Ja, Käse unter anderem. So, wir haben nicht so viel Käse gemacht diese Woche. Daher denke ich mal, dass wir auch mit Wein weitermachen werden. Jetzt gucke ich mal. Ananaswein ist der wertvollste. So, dann geht's los, wie üblich. Also, etwas Käse hier. Hier etwas Käse rein. Dort. Und dort. So. Dann nein. Isenkäse hier. Na, das könnte doch tatsächlich so sein, dass es gar nicht mehr so viel übrig bleiben wird. Oh, ich habe hier tatsächlich sogar noch Ziegenkäse. Naja, ist schon in Ordnung. Ja, ich meine, dadurch, dass jetzt halt fast alles mit Wein voll ist, kommt natürlich auch am Ende nicht so viel, bleibt nicht so viel über. Ja. Okay, was machen wir heute? Habe ich mir überlegt, wir könnten vielleicht, uns vielleicht mal ums Kochen kümmern. Wir können zwar noch nicht alle Rezepte machen. Uns fehlt tatsächlich noch dieses eine hier. Mal gespannt, wann wir das finden werden. Spätestens im Frühjahr, denke ich. Und es gibt auch einige Sachen, die wir schon gekocht haben, aber alles, was wir noch nicht gekocht haben, darum würde ich mich jetzt gerne mal heute kümmern. Soweit wir es können. Also, Gotteslachs, Brasse, Weizenmehl. Wir haben hier eine ganze Menge Fisch drin. Ich würde den jetzt immer peu à peu nehmen, um die Sachen zu machen. Also, gebackener Fisch haben wir damit dann. Dann, was müssen wir denn noch alles machen? Gemüseeintopf, dann das, was wir noch nicht kennen. Das komische Brötchen. Glücksmahlzeit. Strandschnecke, Seegurke. Also eine Seegurke, eine Strandschnecke. So, für den Gemüseeintopf brauchen wir das hier. Das haben wir alles. Komisches Brötchen funktioniert. Glücksmahlzeit. Oh, es macht plus 3 Glück. Tortilla brauche ich dafür. Da. Dann funktioniert das auch. Das nächste. Knuspriger Barsch. Paprikapopper. Weizenmehl. Okay, also das ist dann die komplette Reihe hier sogar. Garnele, ich gucke jetzt nur, was ich hier organisieren muss. Also Forellenbarsch brauche ich. Garnele. Regenbogenforelle. Okay, das kriegen wir hin. Regenbogenforelle war dabei, Garnele war dabei. Und was war das letzte nochmal? Ah, hier, Forellenbarsch, ne? Also knuspriger Barsch, Paprikapopper, einmal Brot, einmal Tom-Kha-Suppe, einmal Schokoladentorte. Forellensuppe fehlt noch. Ah, ich habe keine Grünalge hier drin. Gut, das müssen wir dann noch organisieren. Danach geht's weiter mit Rhabarberkuchen und Keksen. Das müsste eigentlich sogar klappen. Und gebratenem Aal. Dazu werde ich wohl den Aal brauchen. Also Rhabarberkuchen, Kekse, gebratener Aal. Rote Platte, Milchreis, Eis, Blaubeertörtchen. Das müsste alles so funktionieren. Und Herbstfülle. Ja, also alles zwischen Tortilla und Kürbissuppe, außer die als Auberginen-Parmesan, das wir tatsächlich schon einige Male gemacht haben. Also, rote Platte. Und oh, wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Milchreis.
Eis. Blaubeertörtchen. Herbstfülle. Ja, jetzt sind wir ganz schön voll. Ich habe mir überlegt, wir werden hier mal noch eine Kiste aufstellen mit Essen. Diversem Essen. Die Kiste habe ich von draußen. Ich habe zwei Kisten in eins machen können, sozusagen. Das Brot werden wir sicher nochmal brauchen. Genau. Das war die Geschichte. Ja, Grünalge habe ich jetzt wirklich nirgendwo. Schade. So, wie geht's draußen? Wie geht's hier weiter? Super Mahlzeit, Preiselbeersoße. Müsste klappen. Überlebensburger. Gucken wir doch mal. Super Mahlzeit, Preiselbeersoße, Überlebensburger. Ja. Dann Dreifach-Espresso, das mache ich sehr gerne. Artischocken-Dip, Gemüsepfanne und Radieschensalat. Sollte eigentlich klappen. Wir gucken mal, wie es klappen wird. Okay, vom Dreifach-Espresso mache ich gleich ein bisschen mehr. Dann haben wir... Was wollte ich noch machen? Artischocken-Dip. Gemüsepfanne hatte ich, glaube ich, noch nicht. Hatte ich den Kürbiskuchen schon mal? Ich glaube schon. Aber Radieschensalat noch nicht, oder? Ja. Dann Brombeerpastete. Bruschetta braucht noch ein Brot. Kohlsalat. Mal gucken, ob das mit dem Essig reicht. Mohnmuffin. Fischsuppe. Dafür brauche ich Venusmuscheln. Hier brauche ich Miesmuschel, Strandschnecke, Flusskrebs. Okay. Haben wir hier tatsächlich nicht drin. Außer den Flusskrebs. Okay. Für das eine Rezept, was brauchte ich da nochmal? Venusmuschel. Habe ich hier auch nicht drin. Okay. Ja, wir gucken mal, was ich machen kann. Brombeerpastete war dabei. Die habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Den Kohlsalat. Mohnmuffin. Fischsuppe geht auch. Anscheinend habe ich Venusmuscheln hier im Kühlschrank drin. Ja, und dann fehlt hier eigentlich nur Flusskrebs, Strandschnecke. Schneckengericht. Weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Okay, erstmal das Essen hier rüber. So, Essen, Essen, Essen. Dreifach Espresso kommt auch hier rein. Und das komische Brötchen. So, wie sieht's hier draußen aus? Ein herrlich regnerischer Tag, an dem unser Hans sich einfach mal in die Küche gestellt hat. Oh, hier unten gibt es auch noch Sachen zu tun. Das Problem ist nur, dass die Junimus schon wieder nicht aktiv sind durch den ganzen Regen. Ich habe irgendwie den Eindruck, seit ich die habe, dass es viel mehr regnet. So, was machen wir mit unseren Einmachgläsern? Nachdem der Großteil ja jetzt mittlerweile draußen ist hier. Rüben haben wir noch reichlich. Ich denke, wir werden jetzt mal Rüben einmachen. Wobei ich die eigentlich halt auch mal ganz gerne für den Zucker im Zweifel mir zurückhalte. Aber ich glaube, so viel brauche ich davon nicht. Und wenn doch, können wir sie ja recht leicht wieder anbauen. Durch unser Gewächshaus. Okay, das war das. Gut. Sind alle versorgt? Sieht so aus. Da kann ich ein bisschen was verkaufen. Den Käse auch.
wie viel Auberginen ich einfach habe. Abartig. Es ist tatsächlich soweit, ich müsste jetzt sogar noch wieder mehr Saatgut organisieren. Da müsste ich also auch noch mal bei Pia vorbeischauen. Für eine letzte Runde von allem, vermutlich. Von allem, was noch geht. Könnte ich machen. Ja, weil mehr habe ich nicht. Ich habe nur das, was hier drin ist. Die Kapsel ist leer. Ach du liebes bisschen. Die Kapsel ist einfach mal leer. Wartet mal. Das hier kommt hier auch noch rein. Schon wieder Baumdünger. So, aber eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich gucken, was wir hier haben. Also wir brauchen noch ein paar Grünalgen, haben wir festgestellt. Ach, das können auch ruhig alle sein, da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Wobei, ja, wir nehmen einfach... Eine bleibt hier drin, damit wir es irgendwo sammeln können. Miesmuschel habe ich drin gesehen. Was war das noch? Das muss doch dabei stehen. Strandschnecke. Ja. Haben wir hier nicht tatsächlich. Okay. Das ist auch schon länger nicht mehr vorgekommen, dass ich von irgendwas mal zu wenig hatte. Naja, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr da oben bemühen um die Krabbenreusen. Da sollte dann in den nächsten Tagen auch irgendwann mal wieder was dabei sein. So. Ansonsten können wir auch noch was anderes kochen. Da brauchten wir das Brot für. Was war denn das jetzt nochmal? Der Bruschetta. Schnecke können wir organisieren. So. Was fehlte denn sonst noch? Hummerbisk? Ahornriegel? Und dann natürlich diesen Shrimp-Cocktail. Ginger Ale? Das geht noch nicht, wir haben keine Bananen. Mango-Klebreis? Poi? Tintenfischtinte. Also Tintenfischtinte und Hummer und dann müssten wir es eigentlich den Rest schaffen. Und Hummer. Also einmal Hummerbisk, Ahornriegel. Warum geht das nicht? Weil ich keine Garnele dabei habe. Kein Problem. Shrimp Cocktail. Ginger Ale. Da fehlt eine Kokosnuss. Poi geht aber. Kokosnuss. Das hier. Ja. Gut. Es ist ja nicht mehr viel, was fehlt, ne? Was wollte ich denn jetzt? Kokosnüsse. Also, tropisches Curry, Mango-Klebreis. Der Kühlschrank könnte sein, dass er jetzt auch ein bisschen leerer geworden ist, ja. Ich habe hier einen Haufen Kaffee drin. Ich habe mir überlegt, dass ich den hier auch mit reinmachen werde. Wenn ich nochmal dreifach Espresso brauche, dann weiß ich wohin damit.
Also Bruschetta, Mango-Klebreis, tja, und damit ist das Ding auch schon voll. Gut, das werde ich sowieso anderweitig gebrauchen. Bei dem hier, das ist ja halt jetzt, naja, mal gucken, wann wir es wofür brauchen können, ne? Ach so, Moment mal, da war doch noch was anderes. Ich glaube, das hatte irgendwas mit einer Regenbogenforelle zu tun. Irgendwas, was ich da nicht kochen konnte. Hier, Forellensuppe. Die geht jetzt auch. Okay. Ja, übergangsweise packe ich es mal hier rüber. Grünalge kommt hier hin. Ja, so kann man auch einen halben Tag umbringen. Einfach mal eine Runde kochen. Und damit dürften wir jetzt auch schon ein ordentliches Stück weitergekommen sein bei unserem ganzen Perfektionstracker. Denn es fehlen jetzt halt nur noch 1, 2, 3 Gerichte, die ich noch nicht gekocht habe. Und eins davon kennen wir noch nicht mal. Schwieriger ist die Sache nachzuvollziehen, wenn wir die Sachen craften wollen. Deswegen habe ich mir da überlegt, dass wir einfach alles craften werden, sobald ich alle Rezepte habe. Was irgendwie demnächst auch mal der Fall sein müsste. Vielleicht bringe ich dem Zwerg und Leo noch mal ein Geschenk vorbei. Ja. Könnten wir noch mal kurz bei Robin vorbeischauen. Die hat wahrscheinlich noch mal ein Crafting-Rezept für uns. Oh, was sehen meine Augen? Zu den Minen. Ja. Achso, ich weiß gar nicht, ob Leo jetzt hier oben ist. Vielleicht ist er auch ganz woanders. Mal gucken. Hier ist er nicht. Hier ist er. Leon und so, die müssen doch allmählich auch mal mit den Herzchen echt hochgehen. Zwerg hat nach wie vor 7, Leo hat auch noch 8. Okay. Und diese Woche geht da auch nichts mehr. Schade, schade. Was hast du denn so, Robin? Geschnitzte Feuerschale. Tja, und jetzt? Ach, ich wollte noch zu Pierre. Ich wollte dir noch Saatgut besorgen. Gut, dass wir gerade hier vorbeikommen. Ich brauche Brombeere für das Tränkebrauen. Bitte bring mir etwas davon in mein Arbeitszimmer. Der Zauberer möchte das. Brombeere. Willkommen bei Pierre. So. Also ich werde mal ein bisschen Kürbissaat so auf Lager sozusagen kaufen, also 50 Stück. Das hier brauchen wir alles nicht. Senfkohl würde ich gerne noch mal ein bisschen was organisieren. Süßkartoffel können wir auch ein bisschen einlagern. Weizen ist auch so ein Thema. Ja, und Amaranth nehme ich auch ein bisschen was mit. Okay.
ordentlich Geld auf den Kopf gehauen. Für Saatgut. So. Wir müssen hier noch mal ein bisschen was anpflanzen. Viele Tage haben wir ja nicht mehr Zeit dazu. Ja. Davon nehmen wir noch mal ein bisschen was. Tja, ein bisschen was zu verkaufen haben wir auf jeden Fall auch noch hier. Dachte, den Quarz werde ich jetzt auch los. Keine Lust, mich mit dem rumzuschlagen. Könnten vielleicht noch mal ein bisschen Heu hier hinten machen. Das hier stört mich sowieso. Da komme ich immer nicht richtig durch. Aha. Luxusgeschwindwachs mal wieder. Mich interessiert eigentlich, ob da auch mal richtiger Dünger rauskommt. Tja, wir könnten natürlich auch schon mal anfangen, hier ein bisschen was zu craften. Wir brauchen ja von allem etwas. Andererseits wollte ich hier zum Beispiel auch immer mal ein bisschen aufräumen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir diese ganzen Sachen hier rausnehmen. Die Truhe abreißen. Und das alles drinnen unterbringen. So wie das restliche Essen. So zum Beispiel. Moment, ein paar Sachen werden da wahrscheinlich reinpassen. Ja, dachte ich mir schon. Also Essen, Essen, Essen. Das hier kommt hier hin und auch meinetwegen die Joja-Cola, die eigentlich keiner braucht. So. Ich habe noch ein paar Sachen zu verkaufen, sehe ich gerade. Dies hier. Das sind zwar unsere letzten Vorräte, aber das macht gar nichts. Wir kommen relativ leicht da wieder dran. Schön, da ist wieder Kohle draus geworden. Das freut mich sehr. Denn Kohle ist ein bisschen knapp bei uns. Ein bisschen. Was war das denn? Ah, der hat mir hier wieder mal einen Weg zerstört. Wie nett von dem Gewitter. Nächster Streich. Das wird hier ja nicht ganz reinpassen, ne? Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite frage ich mich, wozu ich den ganzen Fisch eigentlich brauche. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt mal einen Großteil davon verkaufen. Gerade die, die wir eigentlich zu nichts Besonderem brauchen, die kommen jetzt einfach weg. So. Wollen wir doch mal sehen. Also das hier verkaufe ich. Den hier. Den hier. Das hier brauchen wir nicht. Das hier nicht. Das hier nicht. Gerade so die von der besseren Qualität werde ich jetzt mal einfach los. Man kommt ja doch eigentlich sehr leicht wieder dran. So, dann müssten wir noch die Kiste einmal abreißen. Und dann kommt das hier daneben.
So. Wieder etwas mehr klar Schiff gemacht. Das hier wiederum ist blöd. Das kriege ich nicht so einfach irgendwie rüber. Da bräuchte ich schon eine andere Kiste. Naja. Aber eine neue Kiste zu machen, ist ja nun unser kleinstes Problem. Wir haben so viel Holz. Gar kein Problem. In diese weiße Kiste mache ich jetzt meine Waffen. So, Waffen, 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 Waffen. Moment, das ist keine... Doch, ja, doch, passt schon. Ist schon okay. Die alten Angeln kommen dahin. Und das alles. Ja. Das ist ja eher Ausrüstung. Ich könnte ja zum Beispiel eine Ausrüstungstruhe und eine Waffentruhe machen. Bräuchte ich allerdings noch eine. So. Die machen wir dann grau. Und da kommt rein alles, was wir an Hüten und Ringen und Schuhen und sowas haben. Ah, das kommt noch woanders rein. Hier. Ach, ich habe hier schon mal eine graue gehabt. Die machen wir dann einfach dunkelgrau. Hier drin sind noch Ringe. Unter anderem. Das ist eine Waffe. Noch etwas mehr Ausrüstung hier. Und die eine Waffe noch. Was mache ich denn? Fackeln? Die können hier ruhig drin bleiben. Das ist ja schon im weitesten Sinne sind es ja Möbel. So, und jetzt geht's los. Also, einmal Holzzaun, einmal Steinzaun. Eisenzaun habe ich schon mal gemacht, das weiß ich. Ein Hartholzzaun. Grasbüschel habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ein Tor habe ich auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall bei den Fackeln. Bin ich mir in der Tat nicht so sicher, ob ich schon mal richtig selber Fackeln gemacht habe. Mach mal eine. Vogelscheuche haben wir auf jeden Fall gemacht, aber die große noch nicht. Da bräuchte ich ein Iridiumerz für. So. Ein Bienenhaus... Habe ich, glaube ich, gemacht. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Schmelzofen habe ich gemacht, Gartentopf habe ich gemacht. Mit den Schildern habe ich es nicht so gehabt. Hm. Ja, Steinschild. Das hatte ich auf jeden Fall gemacht. Saatguterzeuger meine ich auch. Ein Webstuhl auch. Ölpresse ja. Eine Recyclingmaschine nicht. Die haben wir mal irgendwie so bekommen. Wurmeimer habe ich, glaube ich, einen gemacht. Meine ich zumindest. Ein Machgefäß auf jeden Fall. Kohlebrennofen habe ich auch mal selber gecraftet. Zapfhahn ja, Blitzableiter ja. Schleimbrutkasten nicht. Der war ja schon da. Also, wir brauchen Schleim. Doch, ich habe genug. Ich dachte gerade schon. Feuerquarz und Kohle. Hm, aber ich glaube, ich habe eine Eierpresse schon selber gemacht. Kristallarium habe ich selber hergestellt, die Mini-Jukebox aber nicht. Die habe ich geschenkt bekommen. Dann brauche ich einen kleinen Sprinkler, von denen habe ich genug gemacht. Dünger haben wir genug gemacht. Das mit dem Hydrogel haben wir nicht selber gemacht, die habe ich immer nur geschenkt bekommen. Gut, eine Treppe. Geschwindwachs brauche ich eine Venusmuschel für. Kein Problem. Luxusgeschwindwachs habe ich, glaube ich, auch nicht hergestellt. Ein Deluxe-Dünger. Na gut, einen machen wir einmal. Deluxe-Hydroboden. Ich glaube, die hier habe ich auch nie selber hergestellt. Da bräuchte ich ein bisschen Kupfererz für.
Also einmal das, einmal das. So, jetzt gucken wir mal, was wir davon schon loswerden. So direkt. Das kann da auch mit rein. Die Sachen werden überwiegend woanders gebraucht. Baumdünger habe ich auch noch nie selber hergestellt. Kirschbomben hatten wir auf jeden Fall genug. Ich habe allerdings nie eine Megabombe hergestellt. Können wir aber gerne nachholen. Oh, schaut mal. Qualitätsdünger ist fertig geworden. So, wir brauchen Gold. Und wir werden noch etwas mehr Müll hier los. Die Bombe können wir auch so machen. Kein Problem. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Explosive Munition kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor. Umwandeln, umwandeln. Das haben wir mit Sicherheit schon mal gemacht. Da bin ich mir auch relativ sicher. Fasersaatgut, das habe ich noch nicht hergestellt. Da brauche ich gemischte Saat für. Aber es wird jetzt eh allmählich spät. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei dem, was ich jetzt schon gecraftet habe. Packen diese Sachen zum Teil noch dazu. Das ist ja eigentlich, ja, Munition. Machen wir jetzt einfach mal dazu. So. Dann haben wir noch was für diese Kiste hier hinten. Einmal gemischte Saat können wir ja mitnehmen. Dann kriegen wir auch noch das Fasersaat gut hin. Erfordert keine Bewässerung mit der Sense ernten. Ja, das weiß ich wohl. Dass das so funktioniert. Gut, dann gehen wir ins Bett und alles Weitere sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.